Steiermark sucht ihr Remis. Dafür wurde eine einzigartige Finalveranstaltung im Aiola im Schloss auf die Beine gestellt. Wenn die Show startet, dann bin ich gespannt, wer gewinnen wird. Es sind viele tolle junge Power-Ladies dabei und das ist genau das, was wir suchen. Wir haben eine tolle Jury, viele Partner und es kann eigentlich nur ein perfekter Abend werden. Ja, es soll einfach ein Botschafter sein ihres Bundeslandes und wenn sie weiterkommt, natürlich von ganz Österreich. Sie wird an internationalen Bewerben teilnehmen, wo sie zum Beispiel wie die Tragana im letzten Jahr einen Monat lang in Washington ist und unser Land dort vertritt. Eine hochkarätige und fachkundige Jury beobachtete die 12 Finalistinnen dabei mit Argusaugen. In 3 Wertungsrunden wurden die Miss-Anwärterinnen genauestens unter die Lupe genommen. Ich werde auf das Gesamtpaket achten. Also auch einzelne Dinge, die vielleicht im Einzelnen nicht so perfekt sind, geben im Gesamtpaket dann doch vielleicht das gewisse Etwas wieder. Und für mich muss das Gesamtpaket stimmen. Als Schönheitschirurg kenne ich natürlich die objektiven Kriterien, die einen Menschen schön machen, gewisse Proportionen, goldener Schnitt und so weiter, die von meiner Position aus im Vordergrund stehen. Letzten Endes ist aber die Ausstrahlung dann doch etwas, was vieles wieder kompensieren kann. Das heißt, sowohl die objektive Schönheit als auch das, wie es rüberkommt, beides ist wichtig, der Mensch. Nach musikalischen Einlagen ging es für die Top 3 in Designerkleidern von CHT Graz auf den Laufsteg. Daraufhin wurde es ernst. Moderatorin Silvia Schneider verkündete die Entscheidung der Jury und krönte die neue Mysteria 2017. Also wie ich meinen Namen gehört habe, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag, so aufgeregt und nervös war ich. Und natürlich fühlt es sich wunderbar an. So. Ein Traum. Ich erhoffe mir natürlich, dass ich auf sehr vielen Events teilnehmen darf und einfach dabei sein darf. Und ich werde für mich das Bestmögliche herausholen. Als Gewinnerin verrät sie noch ihre Geheimtipps für angehende Missen. Ich persönlich habe mir vor allem noch Sport vorbereitet. Ich habe sehr viel Sport gemacht im Vorhinein. Und natürlich haben wir uns als Gruppe, also alle 12 Teilnehmerinnen, gemeinsam vorbereitet durch das große Umstyling beim Dieter Ferschinger oder auch durch andere Events, die wir besuchen dürften. Die bezaubernde Volksschullehrerin wird die Steiermark nun auch bei der Wahl zur Miss Austria im Juli bestens vertreten.